You can work hard through your whole life, but sometimes even that's not enough. When a person struggles to make ends meet, it's easy to become desperate. As it turns out, one short call can hold the power to change it all. But the question is, should you really take it? Mr. Kowalski, I fucked up. I'm here. I'm not. Sorry. I needed to bail. I have to be cautious. Are you serious? We had a deal. Just go to apartment 23. I hid the key near the door. You won't miss it. Money is inside. Bye. Ja, Leute, und somit herzlich willkommen zu einem neuen Spiel, was wir antesten. Und zwar sind wir als Tatortreiniger unterwegs in Crime Scene Cleaner. Genau. Ich habe es mir schon ein bisschen angeguckt. Im Prinzip, wie der Name schon sagt, geht es darum, dass wir verschiedene Tatorte reinigen müssen. Und unser Kumpel Tyler hat uns jetzt im Stich gelassen. Der sollte uns nämlich dabei helfen. Wir haben auch einige Hilfsmittel, und zwar Reinigungsmittel, einen Eimer, einen Mop, Schwämme und einen Mülleimer. Und im Laufe des Spiels können wir uns dann noch weitere Sachen freischalten, mit denen man reinigen kann. Zum Beispiel einen Hochdruckreiniger und so. Und wir haben natürlich auch einen Kodex, der uns alles beschreibt, wie es geht. Und natürlich auch einen Fähigkeitenbaum, wo wir eben die speziellen Sachen verbessern können. Genau, mehr will ich dazu erstmal gar nicht sagen, denn ich möchte mit euch ins Game gucken. Wir haben jetzt die Aufgabe, dass wir Tylers Zahlung sammeln müssen, einen Körper entsorgen müssen und einen Weg in die Wohnung 23 finden. Gut, wir machen mal die Tür hinter uns zu, dass uns niemand zugucken kann. Was ist das hier? Stuhl. Ja, den brauche ich jetzt nicht. Weißt du was? Geh mir aus dem Weg. So, wir müssen jetzt erstmal in die Wohnung 23. Und dazu haben wir jetzt einen neuen Ort freigeschaltet. Wohnung. Aber hier ist doch weit und breit keine Wohnung. Was soll das? Ach, okay. Wir bahnen uns den Weg einmal hier so lang. The key should be here somewhere. Und Kowalski gesagt, also wir, der Schlüssel müsste hier irgendwo sein. So, wir haben hier den ersten Hinweis. Und zwar eine Bewohnerbeschwerde. An den hirnlosen Idioten, der hier lebt, ich habe die Nase voll von dir. Voll von dieser Hippie-Musik jede einzelne Nacht und so weiter. Du machst mein Leben zur Hölle. Ja. Yeah. It was a pretty tough neighborhood, okay. From what I see. Dann haben wir hier hinter der Kiste unseren Schlüssel zur Wohnung 23. Oh, und I'm hier in. Sind auch schon die ersten blutigen Fußspuren. Gucken wir uns mal um. Erstmal finden wir hier noch einen Schlüssel. Nochmal zur Wohnung 23. Ich dachte, ich hätte den gerade schon mitgenommen. Genau. Und ja, wie gesagt, wir müssen den Tatort reinigen. Dazu nehmen wir unseren Mopsi. Machen hier erstmal diese ganzen Fußspuren weg. So. Wir haben natürlich auch hier jetzt in der Händlerwohnung wieder Quests, die wir erledigen müssen. Und zwar wische das ganze Blut auf, werde den Müll los, Beweise sammeln und die Möbel wieder an ihren Platz zu stellen. Gut, wir machen jetzt uns hier mal kurz den Weg ins Badezimmer frei. Denn hier finden wir tatsächlich auch immer irgendwelche Wasserstellen, wo wir unseren Eimer auffüllen können, weil unser Mob natürlich irgendwann auch blutgetränkt ist. Und wir ihn natürlich säubern müssen. Wir haben auch verschiedene Reinigungsmittel. Einmal so eins und einmal ein starkes. Und dann... Jo, müssen wir jetzt, glaube ich, als nächstes erstmal das Waschbecken hier sauber machen. Dazu nehmen wir mal unser Schwämmchen. Machen das hier blitzi-blanki sauber. Damit man hier keine Flecken mehr sieht. Einwandfrei. Im Spiegel können wir uns leider nicht sehen, das ist ja schade.
Haben wir sonst noch irgendwas? Hier liegt eine Tasse. Die zählt zwar nicht zur Aufgabe, aber gefällt mir nicht, wenn die da so rumliegt. Spülen wir mal. Und dann sind wir, glaube ich, hier im Bad auch fertig. Wir nehmen unser Eimerchen mal mit und machen hier weiter. Hier fehlt ein Fenster. Genau. Wir sind hier ganz professionell am Werk, wie ihr sehen könnt. Ist echt traurig, dass unser Kumpel uns im Stich gelassen hat. Oh, und jetzt ist der Wischmopp schon dreckig. Das seht ihr jetzt gerade nicht, weil leider mein Bild quasi drüber ist. Aber da gibt es eine Anzeige unten rechts und die zeigt euch an, wenn euer Mopp verschmutzt ist und ihr ihn quasi reinigen müsst. So, dann einmal hier das noch sauber gemacht. Und hier haben wir auch noch einen Handabdruck. Und sonst sieht's aber, glaube ich, gut aus. Ja, tut's. Sehr schön, dann nehmen wir unser Dings mit hier rein. Oh, fuck. Oh, fuck. No, I signed up for ich wusste nicht, dass this. Ich mich für sowas angemeldet habe. Das wusste ich auch nicht, bevor ich das Spiel gestartet habe. Naja, wir meckern jetzt hier. Es bringt uns aber auch nichts. Wir müssen dieses Massaker hier leider sauber machen. Okay, eine Gitarre, die schmeißen wir mal hier weg. Hallo? So. Weil ich nämlich dieses Kissen hier sauber machen muss. Gut, das tun wir auch mal hier hin. Alles sauber in eine Ecke. Und unseren Mops wieder zur Hand genommen. Schreibt mal in die Kommentare, würdet ihr so einen Job machen? Oder nicht? Und hier haben wir auch schon einen Beweis. Und zwar das Handy des Dealers. Neue Verbrechensbeweise. Sammeln wir auf jeden Fall ein. Machen wir das Kissen hier sauber. Ja, ich glaube. Na, wartet mal, wir müssen hier mal so ein bisschen Ordnung schaffen. Stuhl erstmal auf die Seite. Dann haben wir hier ein blutiges Kissen, was wir sauber machen müssen. Genau. Das kann dann auch dahinter. Hier haben wir einen Tisch, den wir auch gleich hier hinstellen können. Sehr schön. Müssen wir einmal sauber machen. Was haben wir denn noch? Ich glaube, wo kommt denn die Shisha hin? Auf den Tisch? Ja. Die Shisha. Habe ich früher tatsächlich auch viel geraucht. Irgendwann hat sich das dann erledigt. Keine Ahnung, das war eben noch so, als ich Teenie war. Da war das ganz, ganz toll. Aber wen interessiert's? Wir sind ja hier beschäftigt. Gut ist es, dass es keinen Timer gibt. Das heißt, ihr könnt wirklich hier ganz in Ruhe jede einzelne Ecke säubern. Wirklich vergessen, Mops wieder zu reinigen. Ist ganz chillig, so das Spiel, finde ich. Das einmal sauber machen. Und dann schmeißen wir das auch dahinter. So, und jetzt haben wir... Wartet mal, wir machen erstmal den Tisch hier noch. Den können wir dann nämlich aufstellen. So, und jetzt haben wir nämlich Platz, um uns hier um diese Wand zu kümmern. Und ich glaube, das Bild machen wir auch mit dem Schwamm, aber den machen wir erstmal sauber. So. Wunderbar. Machen wir das da gleich. Achso, Schwamm dreckig. Vielleicht nehme ich doch lieber den Mop. Ist auch witzig, mit dem Wischmop eine Wand zu reinigen. Na gut. Oh, dreckig. Wir müssen den unbedingt upgraden, mal so. Ist das total pain, immer zum Ding zu laufen. Schaut schon wieder. Dirty as fuck.
ihr was? Wir hängen mal das Bild auf und das können wir gerade machen. Slowly growing tired of this. Er hat langsam genug davon, mir so langsam. Ich glaube, dass wir... Oh, wir müssen das Wasser im Eimer erneuern, sonst kommen wir ja zu nichts. Weil sonst verschmiert das nämlich alles. Nehmen wir doch mal diesmal das starke Reinigungsmittel. So. Weiter im Text. Wo ist unser Mops? Klettern wir mal da rauf. Vielleicht macht es uns das leichter. Ja. Bis da oben ist es gespritzt, ey. Das muss ein Massaker gewesen sein. Ah, ich komme von hier oben auch dran. Das ist natürlich praktisch. Boah, ich habe übel Hunger, wenn ihr mal aufhören könntet, ey. Krass. Stuhl, du musst bitte einmal dahin. Wo kommt eigentlich der Abdruck schon wieder her? Unglaublich. Kissen auch sauber damit. Ja, aber ich verschiebe es gerade in den anderen Raum und das will ich eigentlich nicht. Deswegen machen wir es wieder mit dem Schwamm. Okay, ich glaube, dass wir hier soweit alles gereinigt haben. Jetzt müssen wir natürlich die Möbel wieder an ihren Platz stellen. Hoppala, dahin. Dann, das kommt dorthin. Haben wir hier noch ein Stühlchen. So, also. Einmal Sofa, dann das kommt hier auf den Stuhl. Dann haben wir das da. Das kommt noch da irgendwie hin. So. Dann fehlt uns tatsächlich ein Sofakissen. Das finden wir wahrscheinlich dann in einem anderen Raum. Gitarre kommt hier in die Ecke. Manchmal muss man ein bisschen suchen, bis man Platz findet. Hier haben wir Kohle und hier können wir auch die Schränke durchsuchen und finden sogar noch einen Beweis. Aggressionen überwinden. Oder was heißt Beweis? Einfach nur so eine Info. Was hat denn der gute Haushalt hier alles Schönes? Ist da hinten irgendwas? Nö. Ah, halt. Halt. Nein, falsch. Hier haben wir noch ein bisschen Geld. Und hier ist tatsächlich nur Schrott. Okay, dann sind wir, glaube ich, mit dem Raum hier durch und düsen gleich mal hier hin. Ja, hier schaut es auch aus. Ich glaube, vielleicht sollten wir erstmal ganz kurz das fehlende Sofa-Ding hier hinschmeißen. Super. Und dann können wir eigentlich anfangen, dass wir hier vielleicht mal den Müll aufsammeln. Bevor wir wischen. Ich glaube, das macht ein bisschen Sinn. Hier liegt eine Bon. Können wir die kaputt machen? Nee, schade. Schade. Naja, dann stellen wir sie hier auf ihren Platz. Einmal den Schwamm und das hier sauber machen. Und dann haben wir hier noch ein Handabdrückchen. Und hier ist noch ein Beweis. Und doch wurde kein Spaß gehabt. Ich könnte heute Abend spät kommen, sorry. Kathi sagt, warum? Hast du ein Date oder so? Nein, ich werde nur etwas Gras kaufen und Spaß haben. In Ordnung, dann bis morgen. Na gut, dann viel Spaß. Ach so, hier können wir auch wieder was durchsuchen. Aber ich glaube, hier ist nichts. Hier haben wir noch einen Handabdruck. Hier haben wir noch Gras. Und was ist das? Medaille für ein Jahr Nüchternheit. Ja, genau. Wer es glaubt, ne? Wer es glaubt, Leute?
Machen wir mal einen Schwammi sauber und nehmen wieder unseren Mops. Wischen hier mal kurz sauber, bevor wir noch mehr Fußabdrücke verteilen. Was? Ein Wischmob ist hier genauso effektiv wie what? Oh, ja. Yeah. I see what you mean, bro. Das heißt, wir müssen hier auch mit dem Schwamm arbeiten. Ich verstehe zwar den Sinn nicht so ganz, weil was ist an dem Wischmob anders wie an dem Schwamm? Aber gut, wenn er das sagt, dann machen wir das doch so. Schöner Teppich. Einmal sauber, bitte. Wir machen mal ganz kurz mit dem hier weiter. Dass wir hier das Grobe mal wegkriegen. Wir sollten unbedingt upgraden, damit wir mehr Kapazität haben mit dem Wischmob. Nein, jetzt habe ich die Box wieder verschoben. Junge, bleib doch da. Okay, haben wir denn jetzt hier noch irgendwo Blut auf dem Teppich? Seht ihr noch was? Ich sehe tatsächlich gerade nichts mehr. Dann gehe ich nochmal kurz den Eimer auffüllen. Und dann geht's weiter in den nächsten Raum. Und hier haben wir sie, unsere Leiche. Was ist denn hier passiert? Erstochen, angeblich aus Selbstverteidigung. Okay, also wie Selbstverteidigung. Sieht mir das nicht aus. Die Mordwaffe. Ein Messer. Oh. Okay, und den schleudert es gleich durch den ganzen Raum, wenn wir ihm das Messer rausziehen. Wir müssen ihn jetzt nehmen und runter zum Auto bringen. Was ich ziemlich belastend finde, mitten am helllichten Tag. Warte, ist es hell? Ja. Aber okay. Hoffentlich sieht uns keiner dabei. So, dann sind wir jetzt hier wieder im Hinterhof und an unserem Auto angekommen. Machen wir hier mal auf und du kannst da rein. Und er wird automatisch zum Müllsack. Leute, was ich auch richtig witzig finde, ne? Also, ich habe einen Truck mit einer offenen Ladefläche und ja, man sieht einfach diese Leichensäcke da drin. Ich meine, da kann sich doch jeder denken, was es ist, oder? Naja, macht auch nichts. Wieder zurückgedüst in die Wohnung, Tür hinter uns zu. Geht ja schließlich keinen was an, was wir hier treiben. Und weitergemacht mit der Küche. Ach so, ja. Lasst uns zuerst den ganzen Müll aufheben. Jetzt vergessen. Oh, und unser Müllbeutel ist voll. Dann schmeißen wir den mal weg. So. Hm, hier steht Pizza. Kann man die auch wegschmeißen? Tatsächlich. Ah, okay. Gut, ich schmeiß den Karton weg und die Stücke fallen einfach raus. Na gut. Komm mal, wir decken mal das Tischchen schön. Oder auch nicht. So, wie sich das gehört. Stühle fehlen hier nämlich auch. So, super Sache. Dann einmal weiter mit uns hier. Ganze Dreck hier wegmachen. Ist aber jetzt noch relativ human. So eine große Blutlache war das jetzt nicht. Unser Glück, weil dann geht's schneller mit dem Saubermachen. So. Sehr schön. Hier haben wir auch noch Handabdrücke. Die müssen weg. Das muss hoch. Und hier ist ein neuer Verbrechensbeweis, eine Kundenliste. Pennywise hat 2 Schachteln K-Eis, die übliche Menge. Ich habe keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Tyler owed him a lot of money. That's what their beef was about. Kommt das hier? Achso, das können wir dann nicht wegschmeißen. Gut. Okay, dann haben wir, glaube ich, den Raum auch soweit durch. Können wir hier irgendwas durchsuchen? Ja, na klar. Hier haben wir wieder was. Cocaine.
Warte mal, was war hier? Achso, bloß eine Gabel. Da ist eine Kiste. Und hier im Eimer. Geh wieder rein. Schön mit Öl. Oh, hier ist noch ein Stück Pizza. Das lassen wir drin. Okay. Ja, dann haben wir den nächsten Raum. Oh, und auch hier ist wieder ein bisschen Blut. Das wischen wir natürlich gleich nochmal weg. So. Was haben wir hier? Wenigstens hat er mich nicht reingelegt. Ah, wir haben Tylers Zahlung gefunden. Sehr schön. Wieso steht hier eine Tonne in der Wohnung? Hier haben wir... Da tropft es. Oh mein Gott. Ich will gar nicht wissen, was passiert, wenn wir da oben aufmachen. Aber Leute, wisst ihr was? Dann machen wir doch an der Stelle Pause und schauen im nächsten Part, was uns dann hinter dieser, wie nennt man sowas, Falltür erwartet? Tür zum Dachboden? I don't know. Ja, schreibt mal in die Kommentare, ob es euch gefallen hat oder nicht. Wenn ihr den Code hier scannt, könnt ihr meinem Discord joinen. Und wenn ihr Bock habt, gebt natürlich einen Like und ein Abo. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis dann. Bye, bye.